Hallo Leute, mein Name ist Gabax und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Factorio. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Ja, ich stehe jetzt hier schon wieder in dem Bienenschwarm der Drohnen. Ja, wir waren in der letzten Folge fleißig und haben die Artillerie-Systeme ausprobiert. Oh ja, genau. Die werden wir heute auch weiter benutzen. Genau, wir müssen nämlich oben im Norden ein bisschen freiräumen. Wir wollen nämlich, das zeige ich mal kurz, hier oben Eisenerz freiräumen, Kupfererz und wir wollen natürlich das Kupfererz, was wir letztes Mal freigeräumt haben, auch erschließen, also die 3,3 Millionen. Ich werde jetzt aber kurz mal runterlaufen und die Dynamitproduktion kontrollieren. Bitte? Das was? Das die Mietproduktion? Die Dynamitproduktion, ja. Ach, die Dynamit. Oh. Was hast du denn verstanden? Ich habe eben schon irgendwas mit Miet verstanden. Ich denke mir, was für ja. Fleisch will der hier produzieren? Die Termitproduktion. Und ihr habt fleißig in die Kommentare geschrieben, was den Kreisel angeht. Hm. Und ihr habt mir alle geschrieben, ich möchte doch bitte Kettensignale benutzen. Genau, dass du dumm bist und das alles gar nicht hinkriegst. Ja, das auch. Und genau. Ja, es mag sein. Tatsache ist, nein. Aha. Und zwar habe ich das mit Absicht zugebaut, weil ich gar nicht, weil ich nicht möchte, dass der komplette Kreisel gesperrt ist, wenn da einer reinfährt. Wenn hier einer reinfährt, also mal angenommen hier von rechts und will nach unten, fährt so nach so, dann würde das bedeuten, dass der innere Kreisel gesperrt ist und jemand, der so kommt, nicht abbiegen kann. Gut, jetzt könnte er es, weil es zwei Kreise gibt. Aber trotzdem, das ist, ich möchte nicht den kompletten Kreisel sperren. Das war eigentlich nie meine Intention. Mhm. So. Und ich bin nämlich das jetzt, musste mal gesagt werden. Das musste mal gesagt werden. Na. Warum ist hier eigentlich Kohle? Wo kommt die Kohle hier eigentlich? War das jetzt ein Two-Talk oder? Ein was? War das jetzt ein True-Talk? Ein True-Talk. Du sagtest, das muss mal gesagt werden. Real-Talk. Ach genau, Real-Talk, so war das. Genau. Nicht True-Talk, Real-Talk. True-Talk, du bist ja. Was ist denn das? Ja, das weiß ich auch nicht. So. Mir fiel halt das Wort gerade nicht ein. Ich muss jetzt erstmal hier gerade dafür sorgen, dass hier die. Wobei ich sehe gerade, eigentlich reicht das. Ja, dann brauche ich das gar nicht. Daran liegt es nicht. Woran liegt es denn eigentlich, dass hier die Produktion von Dynamit nicht hinterherkommt? Von hier will ich da hoch nach da. Das heißt, wenn wir den da stehen lassen, ist alles gut. Liegt wahrscheinlich wirklich einfach nur an der Geschwindigkeit. Hm? Nee, ich gucke gerade, woran das liegt, dass hier Dynamit zu wenig ist, aber das scheint gerade tatsächlich nur an der Geschwindigkeit zu liegen. Da habe ich kein Wieso habe ich kein Eisen? Haben wir aktuell kein Eisen in der Base? Was Eisen? Eisenplatten? Eisenplatten? Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Aber eigentlich doch. Müssten wir noch welche haben. Wie hieß denn die Achterboomlager? Ich glaube, ich bin in die Station um. Doomlager, sondern in Doomzug. Ey. Doomzug, genau. Doomzug oder Boomzug? Ah ne, es heißt Boomlager. Ah, vielleicht Doomzug, das finde ich hier. Ne, jetzt mal ernsthaft, ich habe überhaupt keine Eisenplatten im Winter. Und ich wundere mich gerade, warum mir die keine gebracht haben. Unsere kleinen fleißigen Helfer. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Mal gucken. Ja, also normalerweise müssten die jetzt eigentlich genug produzieren. Hier sind einige drin, da sind einige drin, da sind einige drin. Alter, wie viel Munition passt eigentlich in so einen Waggon rein? Keine Ahnung. Da sind 100? Mittlerweile 54 Schuss drin, ey. Keine Ahnung. Vielleicht 100? Möglich. Keine Ahnung. Dafür, dass die nur einzeln stackweise in die Kiste passen? Ja. Finde ich das ganz schön hart. Keine Ahnung, die werden da auf den Zug geschnallt direkt. Ich sehe da zwar nicht. Ja, ja, doch, siehst du doch. Wie so ein Ketten. Ja, wie so. Direkt vorne am Waggon hast du so eine Luke. Ach, da. Und dann gehen die links runter, direkt und dann, in die. Dann fallen sie da so rein und. Dann, oh Gott, die müssen da ja auch noch drehen, okay. Ja, okay, das, dann drehen die und dann. Okay, das haben geht, sie sich das vielleicht geht nicht schon so irgendwie ganz überlegt. Irgendwie geht das schon. Genau.
Hat alles seine Richtigkeit. So, wo war das denn jetzt? Da oben. Wie sieht das denn jetzt mit der Produktion hier aus? Es sind immer noch keine Sprengstoffe da. Wie keine Sprengstoffe? Ja, also die stoppt immer zu, die Produktion. Okay, was fehlt denn? Ah doch, okay, hier reicht's. Oh, hier ist auch fast voll. Okay, wenn die also so langsam vollgefüllt sind, dann sollte es reichen. Gut, ich habe hier auch direkt 200 angefordert. Das ist natürlich eine hohe Menge. Und hier kriege ich da nichts mehr ab. Okay, also sobald die jetzt voll sind, sind genug auf Lager. hier sind sie schon ziemlich voll. Dann will ich das auch mal auf 3 beschränken. Und das hier auf 3 beschränken. Boah. So, und das dann da mal rüberpacken, dass hier mal ein voller Vorrat ist. Die sind ja hier schließlich auch schon voll, fast. Und jetzt kommt das Dynamit hoffentlich mal langsam, dass hier wirklich durchgehend Artilleriegranaten produziert werden. Das ist ja das Ziel hier, ne? Aber Öl und so ist genug da, ne? Naja, es ist Plastik, Kupfer, Kohle und Schwefel ist genug da, ja. Dann ist gut. Und Öl sieht auch gut aus. Doch, doch. Ja, dann ist okay. Ja. Komme ich hier an dem Eisenfeld vorbei? Passt alles. Nee. Ha, direkt dann vorbei. Genau. Und ich nehme mir auch nochmal ein paar Schienen mit. Dann fordere ich mir nochmal, ich weiß es nicht, so 400 Stück an. Die müssten mir ja jetzt eigentlich ratzefatz zufliegen, wenn dann mal Drohnen übrig sind. Hallo. Der Zug hatte keine Mindestreichweite, ne? Eine was? Eine Mindestreichweite. Die Artillerie meinst du jetzt, oder was? Ja. Boah, keine Ahnung, da bin ich überfragt. Naja, ich glaube nicht, dass er direkt vor die Füße schießen kann. Sag mal, warum ja, nee, das ist die, was weiß ich. Jetzt hole ich mir mal eine Ölwelche. 50 Meter Mindestreichweite oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, kann ich echt nicht sagen. So hatte ich das gerade überlegt. Okay, dann, ja. Ich setze mich mal in Artilleriezug. 68. Ach, shit. Ja, aber bitte noch nicht herfahren. Hier steht keine Verteidigung aktuell. Oh, die Strecke ist ja schon gesetzt. Und mein Problem ist gerade, ich habe keinen Stahl. Wozu Stahl? Für Strommasten. Pass auf, ich. Das Boomlager ist richtig oder wie heißt das jetzt da oben? Nee, da oben heißt es jetzt Einsatz. Einsatz. Komm, du bist hier mit Strom. Ich hab keinen Stahl. Ich hab gar nichts, ich bin eine arme Sau. Haben wir in der Base keinen Stahl? Ja, okay. Vergiss meine Frage. Ich fahr jetzt einfach mal hin, zur Not halte ich den jetzt auf dem Weg an. Oder ich setze dann einfach ratzefatz schnell Verteidigungstürme. Ich habe ja welche dabei. Ja, aber ich habe keinen Strom. Ja, das da ist oben. Schlecht. Dann müssen wir halt aus dem Fusionsanzug versorgen. Funktioniert? Nee. Außer du setzt auf dem Weg nach oben noch ein paar Strommasten. Und da, wo ich stehe, da sind welche? Aber danach sind keine mehr. Okay, dann fahre ich kurz mal manuell weiter. Ja. Okay, das habe ich toll. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Das hast du gehört, ne? Nein, aber ich hab's. Ich dachte nur so. Ich denke nur so, hä? Wie ist der denn da durchgekommen? Oh. Da ist einfach mal. Hast die Bahn geköpft. Sogar hast du die gerade selber gesetzt oder hast du die wirklich geköpft? Also das habe ich echt noch nicht erlebt, ne? Ich habe die tatsächlich geköpft. Und die hat sich wirklich. Die hat sich wirklich getrennt, komplett, ne? Ach so, du hast den Waggon gekillt. Ich dachte, du hast oben wirklich die Lok gekillt, Alter. Nee. Bäh. Nochmal. Ich glaube, G, genau. Mit G ging das. So. Oh, ja, repariert. Automatisch bitte weiterfahren. Den Rest übernimmt er zum Glück. Achtung, da kommt noch mehr. Und hier ist irgendwie Schrott? Ja, der wartet gerade, dass das da frei ist. Ja, das ist, ich war ziemlich schnell gerade unterwegs.
Was haben wir auch Raketentreibstoff drin? Ich konnte gar nicht so schnell bremsen. Auf die Dauer hilft nur Power. Genau. Viel hilft viel, ne? Genau. So, ich komme. Also. Vergiss nicht, Masten zu setzen. Ja. Dann lasse ich ihn jetzt erstmal sicherheitshalber stehen. Du siehst ja, ob er ballern will oder nicht, wenn er anfängt, sich zu drehen. Genau. Dann schreite ich schnell ein, oder was? So, Strom sitzt. Ja, dann, bewegst du den Strom halt schnell. Strom sitzt. Ich kann aber trotzdem hier auch nichts bauen, weil ich habe keine... Was kannst du eigentlich? Ich kann aber eine Radarschüssel hier hinsetzen. Bam. Eine Satellitenschüssel. Wolltest du sagen? Wieso? Radar? Ja, Radar. Alles gut. So, ich bin gleich da. Radar, ich bin gleich da. Hey ho. Drehen die sich eigentlich auch während ich stehe? Ja, oh, jetzt. Warte. So. Schnell mal was bauen. Alles gut, reicht schon. Reicht schon? Klar. Wenn du mal aufhören würdest zu fahren, könnte ich ja. Was hat das mit mir zu tun? Das sieht so mächtig aus, ne? Oh, da liegt's schon. Vor allem hier brauchen wir auch noch nicht mal... Die flüchten, die Schweine! Wir brauchen hier auch noch nicht mal irgendwas selber zielen. Wobei, da wollte ich aber mal reinschießen. Oh, jetzt kommt's. Ja, aber das dauert zu lange. Ja, siehst du, das dauert zu lange. Da muss man abschätzen. Oh, gedonkt. Ich hab getroffen. Oh, der zweite war gut. Muss man halt besser abschätzen. Das ist richtig. Aber guck mal, das war's schon fast. Jetzt, naja, nee, jetzt drehen sie sich gerade nach links. Richtig bedrohlich. Bum, bum, bum. Ich finde, wir könnten da noch eine Artillerie dran kleben. Noch eine? Du meinst noch eine vierte? Ja, klar, und noch eine fünfte. Der Zug kann ja länger werden, das ist ja egal. Ja, und Triebwagen, genau. Triebzug. Anschließend. Alter, guck mal, der schießt auch da oben hin. Ja, ich frage mich sowieso, wie weit der schießt, ob der auch ein Schwarzer schießt. Na, ich mach's mal manuell. Oh, jetzt macht es. Ja, sicher, weil das aufgedeckt ist. Ich frage mich halt, ob er auch ins, ins Schwarze schießen will. Mal schön die Türme auch kaputt schießen. Ach, da ist noch was. Ja gut, Hauptsache die Nester sind kaputt, ne? Ja. Und saving. Ja, läuft, ne? Oh, da kommt aber jetzt auch wieder eine große. Ja. Mal. Das schaffen die Türme ja locker. Ja, das ist richtig. Das ist ja kein Problem für die. Alter. So, und was ist hier? Hat er da auch kommt schon? Noch mehr. Schießt da mal einfach hin. Ja, hier ist noch so ein bisschen klein dran. Achso. Ach, glaube ich. Nee. Hä? Nee, das sind. Da ist schon alles. Das waren nur noch übergebliebene Aliens. Alles klar. Gut, dann habe ich jetzt Munition verschwendet, aber egal. Die haben ja noch 45. Coole Munition. Die haben noch 45 Schuss. Coole Munition. So, haben wir jetzt. Da hinten haben wir noch was. Warte mal. Mal gucken, da müsste sie ja auch hinkommen. Ach, da. Rechts. Ja, stimmt. Das Auto, glaube ich, außerhalb der Autoreichweite. Genau. Einfach mal schießen, einfach mal gucken. Einfach mal draufhalten. Genau, das deckt sich ja schönerweise auf. Das ist interessant, dass Kugeln aufdecken, selbst sich richtig, geben. Das habe ich mir auch so gedacht. So, haben die ein Radar dran oder so? Ja, scheinbar. Das erklärt, warum sie so teuer sind. Oh, warte mal, dann kann man da hinten auch noch schießen. Da mal einen Spähschuss hin, da einen Spähschuss hin, da noch ein Nee, okay, obwohl, so weit kann sie nicht. Weißt du was? Was denn? Die Dinger haben ein Radar. Werden doch aus einem Radar gebaut. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Tatsächlich, da ist auch noch ein Lager. Das pflücken wir mal auch weg hier. Wow. Da kommt. Ne, warte mal, reicht das? Das reicht noch, Tatsache. Was? Hui. Achso, du bist auch beschwer. Okay. Wir haben ja beide Zielwasser.
So, das fehlt noch da, das eine kleine. Bum, 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 bum. Aber da oben kommen sie nicht hin. Also noch weiter höher. Nee, noch weiter nicht, aber das Nest kriegen sie auf jeden Fall weg. Naja. Hui. Die ganzen kleinen Türme, die sind da. Ja, aber du brauchst nicht da fünfmal reinschießen. Das allein die Area nimmt einiges weg. Da brauchst du nicht auf jeden Wurm einzeln schießen. Ja doch, teilweise schon, weil die ziemlich stark sind. Der eine fehlt noch. So, jetzt. Bum, bum, bum. Okay. So, da laufen sie nur. Ist das hier... Ist das da noch was? Ich glaube, da ist noch was. Naja, der fliegt ja und erkundet dabei. Jo, da war noch eins. Ah. Da, wo ich hingeschossen habe, waren Viecher. Und was ist da hinten? Ist da auch noch was? Okay, das ist außer Reichweite. Das ist einem Wasser da, einem See. Achso. Ach, da sind auch so vereinzelte... Ja, da kann man noch zur Not noch mit dem Panzer drüber fahren. Genau. So, aber bist du sicher, dass du die Strecke benutzen willst hier? Wieso? Ich habe die jetzt bloß für den... Okay, weil die würde ich dann wieder abreißen und... Ja, ja, klar. Du kannst so machen. Und wir können auch was anderes machen. Wir können nämlich die Folge beenden. Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Oh, ja. Aber die war auch ziemlich erfolgreich, finde ich. Wir haben ziemlich wieder was freigeräumt. Wir können jetzt... ja, guck mal. Ey, wir können jetzt das Eisenerz hier links, rechts abbauen. Das Kupfererz, 1,6 Millionen. Ja, und ja, das liegt alles nebeneinander. Und da haben wir sogar noch Uranerz und Öl. Wie du das erwähnt hast, wir haben was freigeräumt. Ja. Das ist sehr nett ausgedrückt. Ja, kann ich nämlich das schon mal ein bisschen löschen. Alles klar, dann würde ich sagen, könnt ihr einen Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Factorio. Also bis dahin, ciao. Tschüss.